Mit der Vorherrschaft des Autoverkehrs in öffentlichen Räumen muss Schluss sein. Fußgängerinnen, Menschen mit Behinderungen, spielende Kinder und Radfahrerinnen brauchen mehr Luft und Raum. Wir wollen dem Autoverkehr viel Platz wegnehmen. Die Einfallstraßen sind zu verengen, versiegelte Parkflächen zu öffnen. Wir drängen die Pendlerinnen aus dem Umland in den verbesserten ÖPNV. Die Innenstadt muss autofrei werden. Sie soll offen bleiben für Anwohnerinnen, für Not- und Lieferdienste, für ÖPNV natürlich und für Taxen. Wir brauchen ein intelligentes, ökologisches und soziales ÖPNV-System. Schon in den 1980er Jahren haben einige von uns ein umfangreiches Konzept für ein menschliches und ökologisches Verkehrssystem in Frankfurt erarbeitet. Und wir brauchen endlich ein die ganze Stadt verbindendes Netz breiter, geschützter Fahrradwege und Fahrradstraßen. Nicht nur sportliche Menschen, sondern auch Kinder und nicht so fitte und alte Menschen sollen hier sicher, frei und ohne Hindernisse Radfahren können. Wie abweisend und kalt eine City ist, die für den Kommerz gebaut wurde und nicht für Menschen, erleben wir ja gerade während der Pandemie. Aber wir brauchen eine Innenstadt, in der Menschen sich begegnen, flanieren, diskutieren, feiern, demonstrieren, in der Sonne sitzen können, ohne konsumieren zu müssen.